Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und heute wieder eine Zuschauerfrage und sie geht mal um Filtertechnik und sie lautet ganz einfach, wie oft reinigt Konishi eigentlich die Rieselfilter, die eigentlich über den meisten oder über vielen Becken hier stehen? Wir haben sie im Glashaus F, wir haben sie im Glashaus E, wir haben sie im Glashaus D, wir haben sie hier im Shop. Ach, das war's schon. Also in den vier Glashäusern haben wir die Rieselfilter oder wie sie die Japaner nennen, die Bakishower, ja, da wo die Bakterien am Duschen sind. Und die werden nie gereinigt. Gibt es auch gar keinen Grund für. Da ist so ein poröses Schaumglasmaterial drin. Ja? Und das hat Konishi, ich weiß noch, das werde ich nie vergessen, ich habe ihn so gehasst. Ich habe Konishi so gehasst. Die ersten Jahre, als ich hier war, gab es die Dinger nicht. Und dann waren wir im Glashaus drüben und man saß da, hatte alle Ruhe der Welt, hat in die Becken geguckt. Und irgendwann baut er die Dinger auf. Und ich habe ihn nur angeguckt und habe ihn gefragt, dein Ernst jetzt? Dein wirklicher Ernst jetzt? Das war, wenn man das, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn sich, wir hatten dieses Jahr mal Stromausfall bei uns in der Anlage, habe ich auch erzählt, 2 Stunden oder 1,5 Stunden. Das war so spooky, als die Anlage, die Oase-Pumpen hört man ja zwar nicht, aber wenn man 20 in einen Raum packt oder 25, dann hört man schon was, plus die Kompressoren, plus Wasser, was plätschert, plus. Also jeder, der schon mal bei uns war und Sie hoffentlich auch schon, man kennt das Geräusch bei uns. Wenn das plötzlich totenstill ist, da stehen Sie wie kurz vor einer Panikattacke. Sie gucken nur noch wie so ein Erdmännchen. Und so ging es mir, als der die Dinger damals aufgebaut hat. Und ich habe Jahre gebraucht, bis ich mich da wirklich dran gewöhnt habe. Ich war damals auch nie immer 2 Monate hier, sondern das war noch die Zeit, wo ich immer wochenweise nach Japan kam. So, aber es gibt auch überhaupt gar keinen Grund, die zu reinigen. Ja, da wächst so viel Grünzeug drauf, was irgendwas, was ich da ablagern könnte, rausfrisst. Das Grünzeug wird aber ab und zu mal wieder abgeerntet. Und ansonsten die Pumpe, die den Rieselfilter speist, die holt das Wasser aus der letzten Filterkammer. Also auch von da, es wird da kein Dreck reingepumpt. Aber selbst wenn Dreck reingepumpt werden würde, was ich aber niemand empfehle, also mit Dreck mache ich natürlich Kot, das würde nur dafür sorgen, dass das Wasser dann schmutzig wird. Aber der wäscht sich ja von alleine aus. Und diese Etagenrieselfilter, die haben eigentlich weniger zur Aufgabe, jetzt da groß für biologische Filterleistung zu sorgen, machen die natürlich auch. Die Bakterien sind da ja nicht so wählerisch, dass sie sagen, nee, so in so einen Bakishower will ich gar nicht rein, bleib lieber auf den Filterbürsten, nee, will ich nicht, mach ich nicht, hab keinen Bock drauf, da ist mir zu laut, ins Wasser strömt zu schnell. Die sind ja unselektiv. Die haben natürlich bevorzugte Standorte. Man weiß zum Beispiel, ein Rieselfilter, also da gibt es Arbeiten drüber, ein Rieselfilter hat wohl einen besseren Ammoniumabbau und geflutete Filter haben einen besseren Nitritabbau. Ja? Nee, doch, genau so ist es. Geflutet Nitrit und so Rieselfilter ist Ammonium richtig stark. Wobei auch im gefluteten System sich das Ammonium hervorragend abbaut. Aber hier mit wenig Carbonathärte, viel Fisch, heißt pH-Wert tendiert nach oben, er tendiert nach unten. Wir haben viel CO2, also viel Kohlensäure, wenig Carbonathärte, also wenig Puffer fürs Wasser, pH-Puffer fürs Wasser. Und um dem vorzubeugen, guckt man, dass man CO2 rausbekommt. Das macht man zum einen mit der Belüftung und zum anderen natürlich mit Rieselfilter. Und da sind natürlich die Etagenrieselfilter, so wie sie die haben, sind natürlich ideal, weil da immer wieder zwischendrin das durchrieselnde Wasser mit Sauerstoff angereichert wird und überschüssiges CO2 an die Atmosphäre abgegeben wird. Also ich habe noch nie gesehen, dass die hier in 30 Jahren, 25 Jahren, nee, vor 20 Jahren wurden sie gebaut, dass die gereinigt wurden. Angefangen hat, glaube ich, mit den Rieselfiltern die Momotaro-Käufarm. Maeda, Michio Maeda, der Präsident, zumal, oder der Gründer der Farm, ich weiß nicht, ob das mittlerweile noch ist, ist ein dicker Kumpel von Konishi und der ist mit den Dingern ins Eck gekommen und hat sich durchgesetzt. Also die Züchter sind zufrieden. So, vielen Dank für die Frage. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Blog. Ciao.